Und wieder war die Welt ein Stückchen weiter. Zukunft sucht dich. SWR4 Baden-Württemberg, Sie hören Frankenradio. Formel 1 Fans, die sind ja derzeit wieder so richtig im Rennfieber. Die flotten Flitzer, die rasen über die Pisten in aller Welt. Aber auch bei uns in der Region frönt man dem Rausch der Geschwindigkeit, nämlich am kommenden Sonntag beim Großen Preis von Münster. Ja, in dem Kreglinger Teilort, da geht man allerdings nicht mit Ferrari und Co. an den Start, sondern mit Bobbycars. Mit von der Partie ist diesmal auch der Bürgermeister von Kreglingen, für den eigens ein Race-Bobbycar, ein Renn-Bobbycar entwickelt und gebaut wurde. Wow, Yvonne Schottka berichtet. Knallrot, windschnittig und wendig, das ist das neue Rennauto von Bürgermeister Uwe Hehn. Ein echter Flitzer, nur eben im Kleinformat. Ganz klein, gerade mal einen halben Meter breit und auch nicht viel länger, 40 Kilo schwer und Reifen nur so groß wie Dessertteller. Ein Bobbycar eben. Das ist Originalmodell von einem Original-Big-Bobbycar, so wie sie hergestellt war. Und das ist natürlich auch das Reglement von dem Rennen. Also man muss das Original nehmen und kann dann entsprechend unter das Fahrwerk ranbauen. Erklärt Ausbildungsmeister Andreas Jöchner von der Kreglinger Maschinenbaufirma Karl Schnell. Er hat die Sonderanfertigung in Zusammenarbeit mit Azubis und Schülern der örtlichen Realschule initiiert, die sich sofort fürs Projekt begeistert haben. Hat sich interessant angehört, einfach einen Bobbycar zu bauen, weil das macht man nicht so oft im Leben. Ja, der Spaßfaktor, das ist eigentlich, wie das halt dann zum Schluss aussieht. Man weiß, man hat es gebaut und wenn man dann das Ergebnis sieht, ist es schon toll. Gerade von der Mechanik her, die Lenkung ist ja eine Herausforderung. Die Reifen, sie müssen natürlich leichtgängig sein. Sie haben eigentlich diese ganze Geschichte entwickelt und dann entsprechend gebaut. So Andreas Jöchner. Er kam beim Bobbycar-Rennen im letzten Jahr auf die Idee zu dem Ganzen, als er nämlich mit dem Bürgermeister an der Rennstrecke stand. Und er hat halt gesagt, ja, er würde ja auch gerne mitfahren bei dem Bobbycar-Rennen, aber er hat ja überhaupt kein Bobbycar und ihm baut ja niemand ein Bobbycar. Und kurzerhand habe ich dann mir mal angemaßt zu sagen, okay, Herr Bürgermeister, dann bauen wir Ihnen ein Bobbycar. Gesagt, getan. Auch dem Bürgermeister musste man nicht lange überzeugen. Uwe Hehn hat ein Faible für Maschinen und Technik. Nur beim ersten Probelauf war er dann doch ein wenig aufgeregt. Weil dieses Bobbycar so klein ist, es war schon ein mulmiges Gefühl. Aber bei der zweiten Fahrt ist es schon ganz ordentlich gelaufen. Mit immerhin 60 km/h ist er die Teststrecke runtergebrettert. Nicht schlecht, meinen die Realschüler. Sie finden es einfach cool, ein Rennauto für den Stadtchef zu konstruieren und zugleich noch in die Maschinenbaufirma reinzuschauen.
schnuppern. Gut 5 Monate hat es gedauert von den ersten Plänen bis zum fertigen Rennbobbycar. Besser wie mit so einem normalen Bobbycar zu fahren. Es fährt schneller und geschmeidiger. Das KSRS BM 3980 ist natürlich eine Sonderanfertigung. Und weil es für den Bürgermeister ist, gab es selbstverständlich auch noch ein paar Extras. Wichtig ist hier die formschlüssige Sitzgelegenheit. Natürlich ergonomisch gestaltet. Mit der großen Messschieber haben wir dann schon mal rausgemessen daneben, wie breit man gehen könnte. Auch das Maßnehmen für den Sitz hat Uwe Hehn geduldig über sich ergehen lassen. In Helm, Motorradkluft und autoreifenverstärkten Bremsschuhen wird er am Sonntag dann antreten beim Großen Preis von Münster und ist eigentlich ganz zuversichtlich. Ja, das wird ein heißes Rennen. Die meisten sagen, hoffentlich kann er dann am Montag noch wieder ins Amt, dass er heil runterkommt. Aber ich sage immer, no risk, no fun. Das ist ja auch die Nummer 1 von der Firma, Karl Schnell. Und da muss man auch dann schnell runterfahren. Na, und ob es dann tatsächlich auch für eine Sektdusche für den Bürgermeister von Kreglingen langt, davon können Sie sich am Sonntag im Kreglinger Ortsteil Münster ab 10 Uhr überzeugen.